Hi, mein Name ist Max. Willkommen bei Vlog Nummer 7. Was ich mittlerweile ziemlich begrüße bei dem ganzen Vlog-Thema hier. Ich habe den Schlüssel. Habe ich den Schlüssel? Der Schlüssel steckt da einfach noch. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, dass ich die Kamera mittlerweile als Freund betrachte. Also ich habe jetzt keine Angst mehr, die Kamera so vor mir herzutragen. Das ist jetzt schon nach 7 Tagen fast zur Normalität geworden. Zugegeben, in der Öffentlichkeit war ich jetzt noch nicht so krass mit der Kamera unterwegs, aber hey, immerhin. Heute scheint wieder so ein richtig schöner sonniger Tag zu werden. Über 20 Grad dieses Wochenende, was echt viel ist im Vergleich zu den letzten Wochen. Mal gucken. Und ich muss euch mal ganz ernsthaft fragen, fändet ihr das nicht auch ein bisschen riskant, die Kamera hier drauf zu stellen? Kann durchaus sein, dass dieser Ort in den Vlogs noch öfter auftaucht. Wir sind hier im sogenannten Mutterschiff, also in dem Haus meiner Eltern. Ich wohne direkt gegenüber noch, aber ziehe in ungefähr 4 Monaten nach Bremen. Wir haben heute Post bekommen. Und zwar dieses Paket hier. Leider keine Fanpost, leider. Das ist ein Päckchen von einem guten Freund und seiner Freundin. Wobei ich gerade darüber nachdenken bin, ob das nicht vielleicht sogar nur von seiner Freundin kommt. Egal, machen wir es auf. Ich habe übrigens in meinem ganzen Leben noch nie was in einem Schuhkarton verschickt. Vielleicht bin ich doch einfach eine Ausnahme. Es ist ein Osterpaket. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganze Schokolade. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Das sieht sehr interessant aus. Ich habe ein bisschen Angst. Ich finde das süß. Ich freue mich gerade richtig. Ich habe damit nicht gerechnet tatsächlich. Macht doch ganz schön viel weg. So, was hier drin ist, weiß ich genau. Ein Stift, lange Story, fragt nicht. Wir wünschen dir ein frohes Osterfest, feier schön mit deiner Familie, mit ganz dollen lieben Grüßen. Vielen, vielen Dank, freue ich wirklich sehr darüber. Vielen, 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 vielen Dank. Jetzt bin ich aber echt gespannt, was hier drin ist, ey. Oh mein Gott. Moment, da muss ich mal ganz kurz. Es ist eine Bitcoin-Münze. Ich finde das gerade so lustig. Tatsächlich habe ich kurz darüber nachgedacht, mir sowas zu kaufen. Habe ich dann aber doch nicht getan. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mich super gefreut. Ihr seid verrückt. Eine der Hauptdinge, woran man merkt, dass wieder Sommer ist, ist, wenn der Vater sagt, es werden die Gartenmöbel wieder rausgetragen. Und davon haben wir einige. Ich meine, schaut euch dieses hammergeile Wetter an. Ich kann es kaum erwarten, bis endlich wieder Sommer ist, wirklich. Ja, ich bin fertig. Das ist der ganze Müll, das ist nur von der Verpackung, wo das eingewickelt war und Rückstände wie so kleine Teile. Ich wollte euch jetzt nicht weiter damit nerven. Das ist das ganze Zeug, was übrig geblieben ist. Und mal gucken, was ich damit mache. Ja, wir haben es jetzt 14.30 Uhr, um 15 Uhr treffe ich mich mit jemandem, den ihr schon kennt. Das Video für heute ist schon am Hochladen und ich würde sagen, wir fahren jetzt los. Weil wenn man das mal mit dem anderen Schuh vergleicht, da ist das alles noch fest, also bombenfest wie sonst was. Ja, nur werde ich nicht ganz die Farbe haben, das wird das Problem sein, ne? Mhm. Ja. Was meinst du, blau oder grau?
Hast du die graue schon angezogen? Nö. Aber ich glaub, also blau passt besser. Immer. Boah, guck dir das Bild an. Hier. Das ist richtig gut. Hm, Frage ist jetzt, ist das Mikro wirklich an? Oder nimmt es separat auf? Was wird das hier, eine Live-Dokumentation über mein Leben? Ja. Ohne Spaß, ich bin der langsamste Schuhschnürer on Earth. On Earth? Ja, pass mal auf, halt mal auf den Schuh, pass mal auf, ich bin ein Schuhschnürer. Ich mach das richtig kompliziert, pass auf. So, dann nehme ich das erstmal richtig, dann gehe ich so, dann mache ich nochmal so, dann so, so und dann habe ich es irgendwann. Und das war jetzt nicht extra langsamer gemacht für die Kamera, also ich schnür meinen Schuh halt echt immer so schnell. So. Den Keks nicht vergessen, ey. So. Was? Nachdem ich jetzt den ganzen Tag nicht geschafft habe, wirklich was aufzunehmen, dachte ich, ich mache das jetzt an dieser Stelle mal. Hi. Ming ist immer noch da, leider. Nein, wir sitzen jetzt hier abends im Milange in Hameln. Falls ihr da mal vorbeischaut, das ist ein ziemlich gutes Restaurant. Die machen ein ziemlich gutes Pizzabrot. Und ihr könnt mit Bitcoin zahlen. Und ihr könnt mit Bitcoin zahlen, was jetzt ein bisschen irrelevant ist. Es war ein schöner Tag, ich habe es geschafft, meine Schuhe zu reparieren. Ich würde dir jetzt gerne zeigen, aber dann würde ich den Schuh hier im Restaurant ausziehen und ich glaube, es kommt nicht so gut. Oder Ming? Nee, ich glaube nicht so. Nee, okay. Jedenfalls melde ich mich nochmal, wenn ich zu Hause bin und dann sehen wir uns später. Stimmt's, Ming? Ja, ich denke schon. Die Autofahrt können wir ja trotzdem noch filmen. Stimmt. Wir filmen noch die Autofahrt. Okay, dann vielen Dank fürs Kamerahalten und für den schönen Tag natürlich. Kein Ding, machen wir gerne. Tschüss. Tschüss. Ich komme jetzt mit. Heute war ein richtig geiler Tag. Ich habe richtig viel erlebt, vor allem mit den Leuten rumzulaufen. Es war wirklich richtig geil. Und ja, gleichzeitig habe ich auch richtig viel geschafft. Meine Schuhe sind wieder repariert. Ich habe ein paar Fotos machen können. Ich habe die anderen, wie gesagt, wieder getroffen. Ich habe mir eine neue Hose gekauft. Ja, neue Hose, endlich. Und ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Auch wenn ich jetzt tatsächlich in Public noch nicht so viel filmen konnte. Aber hey, gut, ich taste mich jetzt langsam ran, das im Restaurant, das war ja so gesehen auch schon im Public. Und ja, was soll ich sagen? Mega geil, es war ein wirklich richtig schöner Tag. Und ja, ich hau mich jetzt hin. Gute Nacht. Tauf. Mann. Dein Gesicht ist doch gar nicht drauf. Ja, seid schon immer.